Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Weiter geht's mit dem Hauptspiel und diesmal dem Parasiten. Wie immer auf mega brutal und andro Stress. Wir lassen einfach den Namen. Wir gehen den Gencode nochmal durch, falls ihr die letzten paar Folgen nicht gesehen habt. Also wir haben hier die Bonus-DNS, wir haben Landbonus, wir haben die statischen Symptome, die Übertragungsmutation und die Widerstandsfähigkeit. Dann starten wir das Ganze. Und zwar, wie immer, in China, ein super Land, um eine Infektion zu starten, hat relativ viele Einwohner und Grenzen mit Russland und Indien. Und wir haben hier erstmal Arznei mit Resistenz 2. Also, es ist ein Nachbarland von Russland und Indien. Beide haben entweder große Grenzen oder viele Einwohner. Dadurch kann in diesen beiden Fällen es eben weit verbreitet werden und auch per Schiff nach Madagaskar und nach Grönland, welche zwei sehr, sehr schwierige Länder sind zum Infizieren. Und wir holen uns hier Ausschlag, Schwitzen und eine Hautläsion. Grönland und Madagaskar haben nämlich keine Landverbindung und sind deshalb relativ schwer zu infizieren. Zudem haben sie auch keinen Flughafen, sondern eben nur die Häfen, was es nochmal ein bisschen schwieriger macht. Und da holen wir uns gerade ganz schön viele Punkte. Damit würde ich mir Fiebstand 1 holen. Und mit den anderen Punkten schauen wir mal. Ich würde mir hier Übelkeit, Erbrechen und dann Durchfall holen. Da haben wir es. Und wir haben auch schon 2000 Infizierte, starke Leistung. Und wir haben Kasachstan infiziert. Unser zweites Land jetzt. Und wir schauen mal kurz, das hier braucht 13 Punkte, also auch nicht mehr weit. Damit können wir die Länder noch schneller infizieren, beziehungsweise neue Länder. Und es gibt Luftfilter in Flugzeugen. Das ist nicht sehr schön. Dazu müssen wir dann das Upgrade holen, damit wir weiterhin viele Länder infizieren können. Und Luft-1-Übertragung mutiert, das ist natürlich super. Ich musste gar nichts machen. Das ist der Vorteil an Übertragungsmutation. Sie geben dir einfach Geschenke. Ich habe nichts getan und ich werde dafür belohnt. Also hier, Luft 1 wurde mutiert. Dadurch kann ich dann eben wieder Flugzeuge infizieren. Und Vogel 2 braucht nochmal ein paar mehr Punkte. Deshalb denke ich mal, wir holen uns erstmal genetische Fertigung 1. Weil sie auch bald mit der Heilmittelforschung beginnen werden. Und wir haben 15, 16, 20 Millionen, keine Ahnung. Und jetzt läuft es richtig an mit der Krankheit hier in Kasachstan, das erste Land, was wahrscheinlich komplett infiziert sein wird. Korea ist auch ziemlich dicht dran. Kasachstan, Korea, sie starten schon. Ah, Korea hat gewonnen. Super. Ja, Korea war das erste Land, was komplett infiziert war. Und hier brauchen wir 24 Punkte. Was ganz schön eine Nummer ist. Und wir haben immer noch nicht genug. Jetzt aber. Wir brauchen das unbedingt, um die Forschung zu verlangsamen. Und Arznei mit Resistenz, um eben auch die Infektion ein bisschen zu steigern. Was vor allem in reichen Ländern wie USA schwierig ist. Und da kriegen wir wieder einen ganzen Haufen Länder dazu. Wir brauchen aber 28 Punkte. Es fehlt immer irgendwie ein Punkt. Merkwürdig. Aber da haben wir es. Und da haben wir Arznei mit Resistenz 2. Wow, wir haben einen Infizierten in den USA. Jetzt zwei. Nicht mehr lange und das wird sehr viel schneller ablaufen. Währenddessen verteilt China mit Schiffen und Flugzeugen sehr schön die Parasiten hier weiter. Was ich muss sagen, ich mag das. Ich mag Schiffe, die dann die halbe Welt infizieren. Landesgrenzen wurden geschlossen von China. Aber der Schaden ist bereits getan. Indien und Russland sind auf jeden Fall infiziert. Und jetzt holen wir uns Vogel 2. Und wie weit ist die Forschung? Bei 2%. Ja gut, da holen wir uns erstmal Husten, Niesen und danach Immunsuppression. Weil das einen deutlichen Anstieg an der Mutation hat.
mitunter eben dann mehr Symptome, aber auch mehr Übertragung. Und wie ihr wisst, eben wurde uns ein Geschenk gemacht mit den Luftfiltern und dann darauf Luft 1. Und das kann gerne nochmal passieren. Die ganze Welt wird hier gerade infiziert. Ich würde das gerne verlangsamen. Danke. Oh, Nekrose wurde mutiert. Das ist natürlich... Ha. Ich würde sagen, es ist schwierig, weil wir noch relativ früh im Spiel drin sind. Aber ich denke mal, ich werde jetzt mich daran anpassen und einfach jetzt möglichst infektiös werden hier. Ich hole mir überall die erste und zweite Stufe. Und dadurch, dass wir jetzt schon ein ziemlich tödliches Symptom haben, was wir dann nicht mehr kaufen müssen, würde ich das einfach mal behalten. Könnte natürlich schwer werden, dann hier Madagaskar, Grönland, Island zu infizieren, wenn die halbe Welt wegstirbt. Karibik haben wir auch noch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Weltmeisterschaft abgebrochen, ja, Pech gehabt. Es gibt gerade bessere Dinge, um die man sich kümmern sollte. Heilmittel ist bei 12%. Dann holen wir uns mal Lähmung, schon mal Anfälle, dann können wir uns später auch noch Wahnsinn holen. Und wir haben Island infiziert, das ist sehr schön. Komm schon, Indien, du wirst vollkommen infiziert. Infizier bitte Madagaskar. Oh, und wir haben Grönland, das ist super, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir holen uns Insekt 1 und danach auch Kälteresistenz 1, damit das hier oben zum Beispiel auch in Kanada ein bisschen schneller läuft. Indien hat Häfen geschlossen, das ist schlecht. Wir müssen Madagaskar infizieren. Und was haben wir noch nicht? Wir schauen mal auf die Liste, was haben wir noch nicht? Ja, das sind, oh, Karibik. Aber ansonsten sind das alle hier Länder auf dem afrikanischen Festland. Komm schon, wir brauchen Karibik und wir haben Madagaskar. Das ist super. Es läuft super. Wir brauchen nur noch die Karibik. Dann haben wir praktisch die gesamte Welt infiziert. Und was machen wir hier? Heilmittel ist bei 28%. Ja, ich wollte Kälteresistenz 1 holen. Und holen wir uns mal Blut 1, damit das hier in Afrika auch ein bisschen schneller läuft. Wir brauchen unbedingt die Karibik. Unbedingt. Auf jeden Fall, sonst ja, verlieren wir. Russland, USA, meinte ich, haben den Hafen geschlossen. Das kann jetzt schwierig werden. Ich weiß nicht genau, welche Länder alle zur Karibik fahren. Aber bei diesem guten Run hoffe ich einfach mal, dass das jetzt nicht das Ende ist. Und ich sollte mir eigentlich Kummer und Wahnsinn holen, aber habe ich nicht gemacht. Eine ganze Menge tote Menschen schon. Schon locker ein Drittel sind jetzt tot. Hier läuft das eigentlich ganz gut. Grönland, Island. Ja, ist ein bisschen langsam. Könnte man ein bisschen aufbessern, indem man hier vielleicht Kälteresistenz 2 holt. Aber hier in Afrika ist auch nicht sehr berauschend, würde ich sagen. Und keiner will in die Karibik fahren. Das macht die Leute da aber traurig. Wollen auch ein bisschen infizieren. Auch ein bisschen Anrufstress haben. Währenddessen, ja, zerfällt hier Afrika schon. Welche Länder haben wir noch nicht? Nur die Karibik haben wir nicht infiziert. Hier in Grönland, ja, okay, Grönland fällt garantiert. Island fällt auch gerade. Also die sind hier, ja, die sind praktisch schon tot. Aber hier in Süd, generell Afrika, vor allem Westafrika hier, ist noch nicht infiziert oder kaum. Und die Karibik fehlt immer noch. Es nervt. Ich hole mir mal Nagetier 1, keine Ahnung. Es muss doch ein Schiff hier in die Karibik fahren. Komm schon. Bei so einem guten Mist. Der Hafen ist geschlossen. Nagetier 2 übertragen, mutiert, toll. Ich will eine Infektion von der Karibik, oh Mann. Ah, ja, Karibik ist auch eins der Länder, was extrem schwer zu infizieren ist. Und es leben extrem wenige Menschen, deshalb ich fahre hier das Tödliche komplett runter, komplett zurück, meinte ich. Mache so und mache alles, was nicht nötig ist, einfach weg, was nicht, alles was tödlich ist, mache ich weg. Irgendwas ist noch tödlich. Ja, hier wahrscheinlich Koma, Lähmung und Wahnsinn sind schon noch ziemlich tödlich. Wir haben hier noch 37 Millionen Infizierte.
und ein paar wenige, 38 Millionen, die noch komplett gesund sind. Die sind eben alle hier in der Karibik. Das wollen wir nicht. Und dann holen wir uns hier mal Genombildung 2 eigentlich. Können wir auch hier Kälteresistenz jetzt wegnehmen, weil wir haben den kompletten Norden infiziert. Die Forschung läuft weiter an. Italien hat auch nur noch 200.000 lebende Menschen. Wir haben 25 Punkte. Was machen wir damit? Ich würde die ganzen Punkte am liebsten geben, um, ja, um die Karibik zu infizieren. Aber was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es eine nichtmenschliche Infektion gibt von Ländern. Aber ich weiß nicht, wie häufig die auftreten. Öffentliches Erleichtern. Tolle Symptomkombo, muss ich mal sagen. Hätte ich nicht gerne, aber wenn es den Leuten gefällt, dann können sie es haben. Wir haben nur noch 10 Millionen Infizierte. Und wir haben hier genug Punkte, um auch Genombildung 3 zu holen. Um es nochmal ein bisschen mehr herauszuzögern. Um der Karibik nochmal eine Chance zu geben. Nekrose mutiert. Ernsthaft. Ich kann es nicht rückentwickeln. Ich habe keine DNS-Punkte. Oh Mann. Da haben wir Punkte. Komm schon. Rückentwickeln. Ja, danke schön. Wir müssen es möglichst langsam machen. Wir müssen der Karibik möglichst viel Zeit geben. Dann haben wir noch mal ein paar Punkte. Dann können wir wieder was rückentwickeln, sollte es dazu kommen, dass etwas mutiert. Wir haben nur noch 5 Millionen. Komm schon, 3 Millionen. Ich muss noch mehr Sachen zurücknehmen. Hier Immunsuppression, wahrscheinlich auch Lungenfibrose. Wow, das war kaum tödlich. Die anderen kann ich nicht wirklich wegnehmen, weil ich brauche die, damit die Forschung langsam ist. 2,5 Millionen. Komm schon. Wir brauchen die Karibik. Oh Mann. Karibik ist echt dumm. Ja. Wir kriegen es nicht infiziert. Weniger als 1 Million. Androstressgene manipuliert. Ja, okay. Heilmittelforschung geht jetzt noch schneller als vorher. Wir haben 1,5 Million. Wir haben noch ein paar DNS-Punkte. Was machen wir mit denen? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Versuchen wir Luft 2. Irgendwas. Okay, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Das sind nur noch 300.000 Infizierte. Alle anderen sind tot. In den USA gibt es auch gar keine Lebenden mehr. Also schwierig. Und da kommen die letzten 150.000 lebende Menschen. Und dann kommen wieder eine ganze Menge Punkte. Geben mir ein bisschen Hoffnung. Aber ich kann eigentlich nichts machen, was nicht tödlich ist. Es ist alles tödlich. Ach, Mann, das ist echt nervig. Hier haben wir noch mal ein paar Punkte mehr, keine Ahnung. Klicken wir mal wild durch. Symbiose 1, komm, wir holen uns das. Stimmt, wir haben gar nicht über das spezielle Upgrade von den Parasiten geredet. Kurz gesagt, also es bringt nicht wirklich was auf Megabrutal. Sorgt halt dafür, dass man später entdeckt wird. Aber auf Megabrutal wird man sofort entdeckt, also das kann man nicht wirklich verhindern. Deshalb habe ich es auch nicht benutzt und ich habe es auch nicht angesprochen. Hier am Ende des Videos dann 20.000 infizierte Lungenfibrose mutiert. Ist das tödlich? Natürlich ist das tödlich. Da, 4 DNS-Punkte, ich will das nicht. Komm schon. 10.000, die letzten 10.000. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Oh, 1.300, 0. Ah, wir haben versagt. Ist natürlich doof. Wir haben praktisch die gesamte Weltbevölkerung infiziert, praktisch alle umgebracht. Ihr seht auch, der Graph, der ist unglaublich stark angestiegen. Also an sich war das super, nur dann ist irgendwie gar kein Schiff mehr zu der Karibik gefahren. Das nervt natürlich. Heilmittelforschung war auch schön gering, das waren glaube ich weniger als 50%.
Und 808 Tagen. Ich glaube, wir hätten das locker in 500 geschafft, wenn wir gleich am Anfang, ja, wenn wir gleich am Anfang die Karibik infiziert hätten. Und natürlich dementsprechend die Bewertung, 80 Punkte, schrecklich. 47% war die Heilmittelforschung. Und ja, das war's dann. Das war's mit der Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es nicht gefallen, muss ich so viel dazu sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.